Wir befinden uns in Dey, oberhalb von Saint-Maurice, mit einer fantastischen Aussicht in das Rhonetal und der umgebenden Berglandschaft. Hier oben soll sich der größte militärische Komplex der Schweiz befinden, an welchem die Armee auch am längsten gebaut hatte. Gerüchten zufolge werden hier oben militärische Kampfsysteme mit unterirdischen Gängen verbunden, die eine Gesamtlänge von fast 25 Kilometer aufweisen sollen. Schon seit dem Jahre 1892 wurden hier oben Stollen und Kavernen in den Berg getrieben. Dazu wurden fortlaufend die neuesten Errungenschaften der Artillerie eingebaut, umgebaut und weiterentwickelt. Wir reden von einem streng geheimen Bauprozess, der erst gegen Ende des Kalten Krieges zum Erliegen kam. Die letzten Soldaten verließen das Gelände erst im Jahre 2018. Über 130 Jahre lang hütete die Schweizer Armee hier oben eines ihrer größten Geheimnisse. Was ist heute davon noch übrig? Wir machen uns auf Spurensuche nach der wehrhaften Schweiz des letzten Jahrhunderts. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Made by Chance. Bevor wir zusammen diesen Ort erkunden, betrachten wir kurz die Geschichte des wichtigen Ortes am Fuß dieses Berges. Saint-Maurice. Was wir heute unter dem Namen Saint-Maurice kennen, bezeichneten die Kelten als Acauno. Da hier eine wichtige Handelsstraße zwischen Italien und Gallien durchging, richteten die Römer hier am Eingang zum Rhonetal eine Zollstation ein. Die Brücke stammt aber erst aus dem 12. und das Schloss aus dem 14. Jahrhundert. Die schweizerische Militärgeschichte beginnt hier erst im Jahre 1815, als die Walliser sich den Eidgenossen anschlossen. Je nach Erzählung durchlief das Festungsgebiet Saint-Maurice über 10 Bauetappen. Dies hier ist meine Interpretation. Der Genfer General Dufour bringt im Jahre 1847 im Sonderbundkrieg der Eidgenossenschaft den inneren Frieden. Die erste Phase des eidgenössischen Festungbaues nenne ich das Vierteljahrhundert des Dufour. Benannt nach diesem Mann, der die Schweiz und seine Zeit durch seinen Festungsbau wie kein anderer prägte. Guillaume-Henri Dufour. Der Baustil bildet eine Art Brücke zwischen Mittelalter und dem Ersten Weltkrieg. Es war das Zeitalter der vielen Schießscharten. Die Geschütze waren Vorderlader und die Kugeln noch rund. Das Festungsgebiet Saint-Maurice besaß immerhin 50 Kanonen und eine Besatzung von 1800 Männern. Als im Jahre 1886 der Sprengstoff Melinit erfunden wurde, galten diese Bauten auf einen Schlag für kriegsuntauglich. Sie wurden aufgegeben und vergessen. Die neue Artillerie sollte nach oben auf den Terrassen von Savatin und Dey verlegt werden. Die zweite Phase des eidgenössischen Festungbaues nenne ich das Vierteljahrhundert vor dem Ersten Weltkrieg.
Eine Zeit, in welcher die Schweizer viel mit Artilleriewaffen herumexperimentierten. Dies erzählen uns die vielen alten Relikte aus dieser Zeit, die hier oben noch zu finden sind. Von den 35 Kanonen, die in dieser Bauetappe hier aufgebaut wurden, gehörten keine 7 zum gleichen Typ. Einige dieser Waffen waren so exotisch, dass sie nur hier und sonst nirgends in der Schweiz existierten. Zum Beispiel das 15 cm Positionsgeschütz Modell 1877 von Krupp. Es gibt ein Filmdokument, das Hinweise darauf liefert, dass diese Kanone bei einer Übung den Soldaten um die Ohren flog. Es gab aber auch 6 Stellungen der 12 cm Kanonen, die jeweils auf einer sogenannten Verschwindlafette auf Schienen installiert wurden. Dazu gibt es eine große Peripherie, die teilweise auch unterirdisch gebaut wurde. Munitionsmagazine, Kasernen, Unterkünfte, Beobachtungsposten, unterirdische Telefonverbindungen, Galerien für Schützen. Es gab aber auch Lebensmittelmagazine und Bäckereien, Bäder mit Trockenkammern und Büroräume. Ab 1904 wurden elektrische Zentralen, die mit Alkohol betrieben wurden, in den Forts installiert. Mit dem Strom wurden nicht nur die Unterkünfte und Kampfstände versorgt, sondern erstmals auch Scheinwerfer zur Gefechtsbeleuchtung. Jahre der Reformen unter dem Einfluss weitblickender Männer trugen ihre Früchte. 1912 konnte Oberstgurkommandant Ulrich Wille dem aufmerksam beobachtenden Europa eine schweizerische Armee zeigen, der man es zutraute, gegen jede Verletzung unseres Bodens, woher sie auch komme, kräftig zurückzuschlagen. Große Manöver zeigten dem deutschen Kaiser den für die damalige Zeit hohen Stand unserer Bereitschaft. Die dritte Phase nenne ich die Phase des Ersten Weltkrieges. Der Erste Weltkrieg war die Zeit des österreichisch-italienischen Alpenkrieges. Dabei galt das Prinzip: Wer höher verschanzt liegt, kontrolliert das Gebiet. Diese 7 cm Gebirgskanone wurde auf dem Ortler auf 3850 Meter über dem Meer in Stellung gebracht.
Es verwundert deshalb kaum, dass auch die ganze Bergkette, die Daly umgibt, mit Schützengräben, Waffenstellungen, Schützenräumen, Kommandoposten und Baracken ausgestattet wurde. Auf dem Dos de Morgue zum Beispiel wurde auf etwa 2900 Meter über dem Meer eine Stellung für eine 7,5 cm Kanone installiert. Die vierte Phase war die Phase der Zwischenkriegszeit. Auch die Schweiz hoffte am Ende des Ersten Weltkrieges, dass es der letzte Krieg gewesen sei. Mit vollem Herzen wandte sie sich den Werken des Friedens zu, ohne aber ihr Militärsystem preiszugeben. Der Völkerbund wählte Genf als seinen Sitz und das Schweizer Volk nahm mit größter Hoffnung an seinem Wirken im Dienste der Sicherung eines dauernden Friedens Anteil. Auf Samantha und Day hat man wirklich viele Waffen entfernt, weil man überzeugt war, die brauche man nicht mehr. Im Bericht der Kriegstauglichkeit der Anlagen Day und Savatin im Jahre 1928 werden die 12 cm Kanonen auf Verschwindlafetten erwähnt. Sie seien alle unbrauchbar, da sie dem Feuer von Flugzeugen zu stark ausgesetzt wären. Das einzige Brauchbare hier oben waren die 5 noch übrig gebliebenen 12 cm Panzerhaubitzen. Aufgrund der politischen Entwicklungen fingen die Franzosen im Jahre 1930 an, ihre Befestigungslinie gegen Deutschland, die sogenannte Maginot-Linie, zu bauen. Dies brachte auch die Schweiz zu einem gewissen Umdenken. Die fünfte Phase ist die Phase des Zweiten Weltkrieges. Die Ära des Zweiten Weltkrieges bescherte der Schweiz eine große militärische Bautätigkeit. Das Festungsgebiet Saint-Maurice gehörte zu den sogenannten drei großen Festungsgebieten. In den Engnissen von wichtigen Tälern entstanden Sperrstellen, die gegen Panzerverbände ausgerichtet wurden. Das typische BBB-Muster bestand aus Panzerhindernissen, die von Infanteriebunkern flankiert wurden. Der Klassiker sind die drei Scharten: Maschinengewehr, Beobachter und Panzerabwehrkanone. Neben der Festung Se gehörte auch die Festung Sende zum Festungsgebiet Saint-Maurice. In diesem Film konzentrieren wir uns aber auf Day und Savatin. Thank you.
Jahre 1940 brachte ein Fahrzeugskonvoi in mühsamer Fahrt die modernsten Artilleriewaffen, welche die Schweizer Armee zu bieten hatte, nach Deji. Es handelte sich um zwei Kuppeltürme, die mit 10,5 cm Turmkanonen ausgerüstet wurden. Das Besondere an dieser Konstruktion war der Wirkungsraum von 360 Grad und eine Reichweite von 18 Kilometern. Während dem Zweiten Weltkrieg wurde in den drei großen Festungsgebieten 22 solche Türme installiert. Wie viel ist heute in Deji noch zu finden? Dieser Archivfilm zeigt eine der letzten Turmkanonenschießübungen in den 90er Jahren auf Deji. Der Aufstieg in den Panzerturm führt in der Regel unterirdisch über eine Treppe, die mehrere hundert Stufen lang sein kann. Neben der Treppe verläuft ein Paternoster, über welches die Munition vom Munitionsmagazin zum Bodenraum des Panzerturms transportiert wird. Was will Made by Chance mit diesen Bildern aussagen? Die Antwort ist einfach. Wir hatten viel Spaß. Faszinierend ist der Gedanke, dass diese Anlage 60 Jahre lang streng geheim war und ich vor rund 10 Jahren für diese Bilder in den Knast gewandert wäre. Die sechste Phase ist die Phase des Kalten Krieges. Das Einläuten des Kalten Krieges begann auf Deji mit einem großen Knall. In einer Nacht Ende Mai 1946 explodierte in der Galerie Rossignol ein Munitionsmagazin. Dabei verloren 10 zivile Bauarbeiter aufgrund der Rauchentwicklung ihr Leben. Von der Batterie Nord wurden 2 Geschütze samt den Scharten hinausgeschleudert. Der Wald außerhalb der Galerie wurde beidseits aller Scharten in der Breite von etwa 50 Metern verbrannt. Die Bilder über diese Zerstörung sprechen für sich. Die zerstörte Festung Deji wurde in den Folgejahren neu und den aktuellen Anforderungen angepasst, wieder aufgebaut und bewaffnet.
Bevor wir zur wirklichen Attraktion von Day kommen, widmen wir uns kurz einem kleinen Fun Fact. Hier oben liegen die seltsamsten Relikte herum. Sehen Sie selbst. Hinter diesen steckt aus meiner Sicht schon fast eine bizarre Geschichte. Der sogenannte Stecker und Panzer T-17E1 wurde in Amerika während dem Zweiten Weltkrieg produziert. Nicht aber für den Eigengebrauch, sondern für den Export. Genauer gesagt für die Streitkräfte des Vereinigten Königreiches. Im Jahre 1942 wurden in Großbritannien 300 Panzer dieses Typs verschifft und den britischen, kanadischen, belgischen, indischen und neuseeländischen Einheiten zugeteilt. In den 50er Jahren wurden 64 Stagghounds aus britischen Beständen an die Schweizer Armee verkauft. Warum auch immer. Diese dienten letztendlich nur als Zielscheiben für Schießübungen. Einige der Panzertürme dieser Panzer endeten in Day als Metallglocke für die Bunker der Nahverteidigung. Während dem Kalten Krieg wurden diese noch mit einem MG ausgerüstet. Angeblich mit dem mittlerweile wirklich veralteten MG-11. Im Jahre 1959 wurde ein Waffensystem in den Berg gebaut, das alles bisher Erbaute in den Schatten stellte. Die 15 cm Tonkanone 58. Sie erinnert von der Bauart ein wenig an die Turmkanonen aus dem Zweiten Weltkrieg, nur war sie monströser und komplexer. Unter einer 90 Tonnen schweren Kuppel befindet sich eine 7 Meter lange Kanone mit einem Eigengewicht von über 10 Tonnen. Nouveau but. But coordonné anéantir. Obus d'acier, fusée instantanée, répondez. Position de charge, charge 4. Monströs war die ganze Peripherie. Während dem Zweiten Weltkrieg standen noch 2 bis 3 Männer in einem Keller am Paternoster. Bei dieser Anlage benötigte es 20 Männer, die in einer regelrechten Fabrikhalle die 42 Kilo schweren Geschosse vorbereiteten. Azimut 38-75.
Rohr der 15 cm Turmkanone 58, obgleich wassergekühlt, muss wie jedes Geschützrohr zufolge Abnützung durch Ausbrand nach einer gewissen Schusszahl ausgewechselt werden. Jeweils nach ungefähr 4000 Schuss ist es soweit. Eine Gruppe von 5 Mechanikern nimmt die hier Geschützwechsel genannte rund 16 Stunden beanspruchende Arbeit in Angriff. Während das Bodenstück in die Lafette einfährt, taucht außen aus der Schartenblende die Mündungsbremse auf. Sécurité assurée. Die Aufladezeit für eine Schnellfeuersalve betrug 2 Minuten. Während einer Salve konnten innerhalb 30 Sekunden 24 Schuss abgegeben werden. Auch hier in einem Wirkungsraum von 360 Grad im Radius von 30 Kilometern. Ursprünglich sollten in den 3 großen Festungsgebieten je 2 solche Kanonentürme gebaut werden. Aufgrund neuer Waffensysteme, wie zum Beispiel dem 12 cm Festungsminenwerfer, die nicht nur billiger im Bau, sondern auch weniger Personal benötigten, konnte sich die Turmkanone 58 nicht durchsetzen. Somit sind diese beiden Turmkanonen in Deji die einzigen, die jemals gebaut wurden. Haben Sie schon mal einen Festungsminenwerfer gesehen? Vor 5 Jahren wären diese Bilder absolut verboten gewesen. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just young downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Und 2018 war das Jahr, als der Berg vom Militär geräumt wurde. Es war das Ende des schweizerischen Festungsbaus, zumindest für diesen Ort. Was an Waffen noch da war, sollte Inventar für ein Museum werden. Der Gedanke an eine Kriegsgefahr in Europa war eine Absurdität. Bis Putin die Ukraine überfallen würde, sollten noch 4 Jahre vergehen.